Ja, hey und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wieder zu World of Warships, zum neuen Update. Die deutschen Flugzeugträger sind endlich draußen. Und auch noch ein paar andere Sachen kamen mit dem Update hinzu. Ja, ich habe den Heimtag jetzt gegrindet, um das Ding hier heute hinzukriegen. Ich hatte ein bisschen Glück mit den Aufträgen. Ich habe alle drei schon. Also hier die Rhein, die Weser und die August von Parseval. Toller Name. Ja, ihr kriegt die über Aufträge wieder, beziehungsweise über Container. Und zwar hier deutsche Träger, hier die Direktiven, darüber könnt ihr diese Container kriegen und da können die Aufträge drin sein, mit denen ihr die Flugzeugträger kriegt. Die Aufträge hier sind jetzt nicht so schwer, also das ist auf jeden Fall zu machen. Und ja, dann müsst ihr nur noch eigentlich fahren, um sie dann auch freizuschalten. Ja, hat bei mir ein bisschen gedauert, aber ich hatte auch, wie gesagt, Glück, dass ich sie relativ früh bekommen habe, sonst hätte ich sie heute vielleicht nicht geschafft. Ansonsten, ja, sind das sehr interessante Schiffe. Halt Schlachtflugzeuge mit AP-Raketen, nicht nur mit HE. Und die halt, ja, mal sehen, wie viel Schaden sie an Zitadellen machen. Ich bin da sehr gespannt auf jeden Fall. Steht hier irgendwas? 2350 Höchstschaden, 4 Raketen pro Flugzeug. Boah, das könnte schon ordentlich an Damage geben, auf jeden Fall. Ja, ey, spring nicht weg. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ansonsten haben wir noch Torpedobomber mit, laut den Entwicklern, nicht so starken Torpedos, aber dafür schnellen Torpedos. Ich guck mal kurz. Ja, 55 Knoten ist auf jeden Fall, ist nicht schlecht für Flugzeugtorpedos. Und ansonsten halt noch Bomber, AP-Bomber von den Deutschen. Und ja, ich bin ein bisschen gespannt, was man da so gegen Zerstörer machen soll, weil man hat zweimal AP und einmal Torpedobomber. Also zweimal AP-Flugzeuge und einmal Torpedo. Ein bisschen schwierig, damit Zerstörer rauszunehmen, aber hey. Ja, das ist der Achter. Eine Graf Zeppelin, nur ein bisschen anders eigentlich. Und natürlich die Flugzeuge, gut, die sind komplett anders. Die neuen russischen Kreuzer ins Spiel gekommen. Die Tallinn, Riga und die Petro Pralowsk, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, auch sehr interessante Schiffe, warum die soll es heute nicht gehen. Aber kurz noch gesagt zu dem Schiff hier, es ist ein sehr starkes Schiff, gute AP-Granaten. Sehr bouncy, das russische Ding hier. Und ja. Ja, lädt auch nur 13 Sekunden nach mit so einem hohen Kaliber. Ja, gibt es noch ein bisschen haben sie noch gebalanced. Und zwar die AP-Bomben allgemein wurden ein bisschen schlechter gemacht. Ist jetzt nicht so wild, die haben schon Damage gemacht von sämtlichen Flugzeugträgern. Aber naja, gehen wir jetzt mal rein und gucken uns das Ding natürlich direkt mit 10er Runde, warum auch nicht. Ja, schön aussehen tun sie auf jeden Fall, die Schiffe. Gut, fangen wir auch mal gleich mit der Neuerung an, und zwar den AP-Jägern. Ansonsten, wie ihr vielleicht ja schon hört, die haben den Sound überarbeitet. Ich finde ihn aber ein bisschen merkwürdig geworden. Also die Flugzeuge klingen zwar ganz cool, aber wenn man zum Beispiel Schiffe spielt, dann die Abpraller und die Damage-Zahlen, das klingt alles irgendwie gleich und merkwürdig. Aber vielleicht muss ich auch noch was in den Einstellungen ändern. Die haben auch gesagt, die bringen nochmal einen separaten Artikel dazu raus. Also Wargaming. Und erklären das dann nochmal. So, da haben wir auch schon einen Achterkreuzer. Perfekt, würde ich mal sagen. Können wir mal gucken, wie die AP-Granaten jetzt. AP-Raketen, ich mal Granaten sage, jetzt funktionieren. Na, leider ist er ein bisschen spitz. Ja, wer hätte es gedacht, so absolut gar kein Damage. Und da schießt mich die Gunsquare jetzt auch schon gut runter. Geil, versuch's mal nochmal kurz. Na. Ja gut, die haben zwar jetzt ziemlich gut getroffen, aber kaum Schaden gemacht. Vielleicht muss ich mich da noch ein bisschen reinfinden. Ah, jetzt ist hier die Jutland unter mir. Naja, egal. Gehen wir auf die Roma. Die steht glücklicherweise auch ein bisschen alleine. So. Na. Raus. Sollten eigentlich ganz gut sitzen. Ja, tut auch. Gott, ja, die machen wirklich, wirklich wenig Schaden. Also, kann man nicht anders sagen. Das war jetzt gerade nicht allzu viel Damage. Also mal kurz nochmal noch zu machen. Man sollte damit also wohl wirklich auf Zerstörer und Kreuzer gehen, aber... Merkwürdig. Alles sehr merkwürdig hier bei den deutschen Trägern. Aber hey. Gottes Willen fliegen die hoch. Die Entwickler haben damit nicht untertrieben.
Ja, die haben auch erklärt, dass die deutschen AP-Bomber ziemlich hoch fliegen. Und ja, das tun sie. Holy. Oh, sehr schön, dass die Salem gestorben ist. Sehr wichtig, absolut ekliges Schiff. Ach, die haben so eine Ellipse. Ich dachte, die hätten auch wieder so eine Kreisrunde wie mit der Graf, aber haben sie da nicht. Oh Gott. Okay, man darf echt. Okay, den habe ich absolut versetzt. What the fuck? Das war mein Fehler. Ich dachte, hä? Also die fliegen auch nochmal komplett anders als bei der Graf. Da müsst ihr echt aufpassen. Wie ihr gerade gesehen habt, die fliegen so komplett von oben runter. Halt wirklich Sturzkampfbomber und haben da nicht nochmal wie soll ich sagen? Haben nicht nochmal so einen Anflug, sondern wirklich, man darf erst, wenn man direkt über dem Schiff ist, runtergehen. Und um Gottes Willen war das gerade merkwürdig. Egal, ich versuche nochmal die Dimitri zu penetrieren mit AP-Raketen. Aha, dass die Roma auch. Mann, dreh doch jetzt nicht weg. Alter Scheiße. Ja, der hat eine sehr gute Flugabwehr, leider. Ich habe nichts gesehen mehr durch die Flugabwehr. Ich habe gar nichts mehr gesehen. So, versuchen wir es nochmal. Das Ding macht keinen Schaden. Das Ding macht keinen Schaden. Also klar ist die AP-Bombe jetzt nicht, also die ist so, also die ist jetzt hier nicht durchgekommen, so wirklich, aber trotzdem, was soll der Schwachsinn, dass man dem Ding keine HE-Waffen mehr gibt, alles nur AP und selbst wenn Kreuzer nur so ein bisschen reinziehen, dass die AP-Raketen denn einfach kein Damage mehr machen. Ich verstehe nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Und dann geben die auch noch Torpedobomber, womit man wenigstens an Schlachtschiffen noch irgendwie Schaden machen kann. Die auch einfach absolut keinen Schaden machen. Also. Hä? Ich bin nicht überzeugt bisher. Sagen wir es so, klar ist die 10er Runde, klar ist absolut ätzend. Aber. Nee. Ich bin kein Freund davon. Natürlich, wie gesagt, die erste Runde und so weiter, aber trotzdem. So. Na los. Schön, wie alle daneben gehen. Perfekt. Versuche ich mal die Roma zu treffen? Komm, ey, versuchen wir die Roma zu treffen. Ach Mann, doch viel zu früh, was mache ich denn? Naja, vielleicht gehen wir ja daran mit dem Kill raus. Das würde mich zwar wundern, aber es könnte noch was werden. Komm schon! Wow! Mit 100. Danke sehr, Spiel. Für nichts. Die Flugzeuge haben wenig Leben, sie machen keinen Schaden. So. Jetzt hier an Schlachtschiff. Ja, gut, ist wieder ein beschissener Winkel. Kein Schaden, 700 Schaden. Was soll ich damit? Ehrlich, und mir gehen die ganzen Flugzeuge aus. Das Ding etwas gut wegen die BF-110. Ey, könnt euch sehr doll mehr auf mich verlassen. So. Komm, die eine Bombe. Alter Schwede, ey. Mist, ey, der wird nicht treffen, der eine Tor. Oder? Doch, einer noch. Gut,
Ich werde noch eine Runde spielen auf jeden Fall, weil ich will mir jetzt nicht nach einer Runde jetzt schon so ein vernichtendes Urteil fällen. Außerdem war die Runde jetzt nicht ganz so gut. Schon wieder eine 10er-Runde. Ich habe den ganzen Tag über 8er-Träger gespielt, habe nie eine 10er-Runde bekommen. Egal, das ist hier gerade nur Meckern. Mimi. Versuchen wir das mal. Alright, gut. Na, mal sehen, was mir das Spiel entgegenwirft jetzt. Was kriege ich denn so? Wird mich schon mal spotted. Genau das habe ich gesucht. Das habe ich nicht gesucht. Oh nein, also eine Salem davor jetzt auch noch steht. Ach Mann. Egal, versuchen wir es an der Salem. Vielleicht wird das ja was. Komm schon! 4500 Schaden auf Stufe 8 ist in Ordnung. Hat mir auf jeden Fall schon besser gefallen als alles andere davor. Gut, wir haben dann eine Amalfi und North Carolina. Gut, versuchen wir die Amalfi zu bomben. Die Dinger fliegen so hoch. Ich werde wahrscheinlich eh nur einen Anflug machen können, weshalb wir schon mal einmal einen Bomber zurückschicken. Ach Mann, Amalfi! Mann, machst du doch jetzt nicht so schwer. Ach, Mistding, ey. Da bist du. Nee. Ach komm, ey, da fängt der an zu smoken. Ich werde wenigstens einmal einen Zitadellentreffer hinkriegen mit dem Ding. Das Ding hat zweimal AP-Bomben, oder also beziehungsweise AP-Flugzeuge, und ich kriege keinen Zitas hin. Man dreht doch jetzt nicht so auf. Egal, da die Liga dreht rein, mehr oder weniger. Egal, gucken wir mal, wie viel Schaden die an Zerstörer machen, die Schlachtflugzeuge. Ich glaube, Garrow geistert hier irgendwo rum. Ach, da bist du, ey. Okay. Smoke doch jetzt nicht auch! Man kommt schon gegen ein Team. Gib wenigstens einmal irgendwie eine Chance. Egal, egal, die smoke scheiße. Abpraller. An den verdammten Zerstörer. Ich glaube, ich versuch's mal da hinten an ein Champagne. Nee, oder auch nicht. Die werde ich wohl alle verlieren vorher, oder? Na doch. Komm. Schon wieder nur 4600 Schaden, aber kein Zeit da. Ja, wenn ihr noch wollt, dass ich irgendwie zu den hier Low-Tier-Trägern von den Deutschen auch noch was mache, dann ja, schreibt es einfach in die Kommentare. So, egal, ich habe wieder meine AP-Jäger. 100 Leben. Schon wieder hat die so knapp überlebt. Oh Mann! Ah, da kommt Tops her. Wollte ich ja noch von der Mafia sein. Ah, da ist er. Die steht ja echt noch. Hätte nicht gedacht, dass sie noch steht. So. Bitte stirb jetzt nicht. Ja, gut. Wow, perfekt. Ich kann mir jetzt auch nicht gucken, wie viel Damage das Ding macht, weil die sofort gestorben ist. Egal, ich hab einen Kill. Jetzt bitte wirklich einen richtig schönen Winkel. Ja, der ist doch schön. Der Winkel ist doch ein Traum. So. Richtig schön in die Zitadelle. 6000 Schaden, kein Zitadellentreffer. Ich will Zitas machen. Ich finde jetzt nicht die Halland. Sorry. Ich hab anderes zu tun.
Schon wieder 5400. Also, aber kein Zitadellentreffer. Autsch. Leute, die haben einen Heal? Das fällt mir jetzt erst auf. Oh Gott, ey. Die Bomber haben einfach einen Heal. Okay, das ist cool. Mann, aber die treffen nichts. Ey, so schlecht waren die jetzt nicht abgeworfen. Nächster Versuch. So, jetzt aber. Man, leider diese eine Bombe, die wir jetzt nicht treffen. Nö, warum auch? Ich habe mit den Bombern, glaube ich, noch keinen Schaden gemacht. Kann das sein? So, versuchen wir die Z auf jeden Fall nochmal zu kriegen. Komm schon! Jawohl. Enemy Destroyer foundered. Oh Gott, das ist Hater. Das wird doch nie was. Wird es doch nicht. die Rieger vielleicht mit Top-Bombern. Mal versuchen zu kriegen. Oh, die Lex ist tot. Perfekt. Sehr schön. Die irenische Flugzeugträger ist gerade gestorben. Und ich hole mir jetzt die Salem. Hoffentlich. So, meine Hübsche. Oh Gott, Alter. Na, ob das was wird? Wenn jetzt nicht schon vorher stirbt, doch, das wird was. Gut, versuchen wir nochmal mit den Bombern. Na, aber wird die Zeit nicht reichen, außer es stirbt noch einer von uns. Ah, vielleicht stirbt hier aber. Naja, noch? Nee. Ah, vielleicht wird's doch mal was. Vielleicht krieg ich doch nochmal einen Angriff hin, wenigstens. So, aktivieren wir den Heal. Zack. Hey, bitte. Endlich mal! Mein Gott! Endlich mal getroffen. 7800 mit dem Zita. Sehr schön. So. Und mit diesem wunderschönen Schuss beenden wir das auch jetzt. Also. Na. Es sind komische Schiffe, die. Also, ja, ich weiß nicht genau, was ich zu sagen soll. Vielleicht spiele ich es auch ein bisschen falsch. Ich meine, die Runde war jetzt für eine 10er-Runde mit einem Flugzeugträger Stufe 8 jetzt nicht so schlimm. Aber es geht auf jeden Fall auch besser. Und ja, vielleicht spiele ich sie auch, wie gesagt, einfach falsch ein bisschen. Oder mir hätte auch ein bisschen früher einfallen können, dass die einen Heal haben, die Bomber. Nicht nur die Top-Bomber, sondern auch die normalen Bomber. Aber hey, ich hoffe, das hat euch einen kurzen Überblick über die Flugzeugträger gegeben. Und euch hat das Video gefallen. Ja, wenn ihr, wie gesagt, noch was von den Kleinträgern sehen wollt, 6 und 4, die habe ich auch bekommen. Ich Glückspilz, dann schreibt es in die Kommentare und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!